Nochmal zu dem Thema, dass ich jetzt auspacke. Und ich packe ja auch prominent getrennt aus und so. Das habt ihr ja gemerkt. Ich finde, ich habe das auch extrem lange erklärt, welche Gründe zu was geführt haben. Ich verstehe nicht, warum das keiner versteht, irgendwie. Also ich check, wenn ihr sagt, ja, das ist jetzt ein komischer Zeitpunkt, aber Bruder, ich habe in ein paar Tagen, ich habe dafür keine Zeit mehr und für mich passt der Zeitpunkt am besten. Ich gucke doch nicht, wann der Zeitpunkt für Mike am besten ist. Also jetzt kommt es noch so weit, gell? Süße, habt ihr euch meine Reels angeschaut? Ich finde, ich war noch nett, wenn man bedenkt, dass ich seit 15. September ja schon weiß, dass da ein Antrag kommt. Stellt euch mal vor, wenn ich wirklich böse, böse, böse gewesen sein wollen würde und nicht einfach nur meine Zeit jetzt einfach für mich am besten ist. Wenn ich wirklich böse gewesen wäre, hätte ich gesagt, so, die kommen ins Finale und er macht einen Antrag, hätte ich dann gemacht genau 5 Tage davor und hätte das genauso gedroppt. Dann wäre er wirklich wie so ein Opfer da gestanden. Nach Formaten redet man ja immer so noch über das Thema. So meistens 1, 2 Monate. Das Ding ist, nach Dschungelcamp war ich ja 1 Woche später schon bei Beauty and the Nerd. Ich hatte voll den Formatmarathon letztes Jahr. Ich war bei Aito, hatte glaube ich 5, 6 Monate. Dann war das mit Mike, dann war ja schon prominent getrennt. Da war ich ja relativ kurz, aber da war viel los. Dann war ich direkt, kurz danach hatte ich dann die Zusage für Dschungelcamp. War dann 1 Woche später schon für die Vordrehs für Dschungelcamp unterwegs. Dann war ich relativ zeitnah schon beim Dschungelcamp. Dann kam ich aus dem Dschungelcamp raus, hatte 1 Woche Zeit oder 1,5 Wochen, meine Sachen auszupacken, einzupacken, Karneval mit Tim. Dann bin ich ja nochmal zu Tim, dann haben wir da irgendwie mit Apache gechillt, keine Ahnung, Leute, Fiebertraum. Und dann war ich bei Beauty and the Nerd. Und da wurde ja auch die ganze Zeit ausgepackt über mich, während ich gar nicht da bin, weil es direkt nach dem Dschungelcamp war. Also, wüsste ich jetzt nicht, Süße. Und dann habe ich noch mal ein bisschen geschossen, als ich rauskam, weil dann habe ich ja erst alles mitbekommen, was in dem Monat passiert ist, nach Beauty and the Nerd. Dann war ich, wie gesagt, bei Beauty and the Nerd, habe den Pokal mitgenommen, habe da noch mal ein bisschen geschossen, weil dann habe ich ja erst gesehen, was in dem Monat passiert ist, wo ich kein Handy hatte und da konnte ich mich ja auch nicht wehren. Und dann musste ich dann 1,5 Monate später irgendwie versuchen, da irgendwas aufzuholen, was da alles passiert ist, während ich weg war und da über den zerbröselten Keks noch mal sprechen. Und dann habe ich ganz viele Briefe bekommen mit Unterlassungsklagen, die habe ich natürlich lachend zerrissen. Also zum Beispiel ging es eigentlich bei Mike zum Beispiel eher darum, dass ich bestimmte Sprachnachrichten und so weiter nicht posten darf, weil das anzeigbar wäre, falls natürlich eine Drohung ausgesprochen wäre und ich hätte Beweise, wollte der mir damit sagen, wenn ich das jetzt posten würde, dann ist das strafbar. Sagt auch einiges. Habe ich natürlich lachend zerrissen, weil, what do you mean? Also ich kann dich doch anzeigen, wie du willst mich anzeigen. Ja, hatte ich aber keine Zeit für. Ich habe dann meinen Geburtstag in Miami gefeiert. Da wurde ich ja dann ausgeraubt. Dann dachte ich, komm, gehen wir nach Hause, kein Bock mehr. Dann wurde mein Vater mit dem Messer angegriffen. Dann habe ich mir gedacht, haben wir da auch keinen Bock mehr drauf? Ziehen wir mal nach Dubai, gemütlich. Da hatte ich auch ein bisschen was zu tun. Könnt ihr euch vorstellen, ein bisschen andere Themen im Kopf. Da hat Leila die letzten Monate, ich habe wirklich explizit darauf geachtet, sie zu ignorieren, aber es hat nicht aufgehört, Leute. Ihr könnt auch googeln. TikTok, überall. Es gibt 10.000 Posts. Kann ich euch sogar alle posten? Ihr könnt mir gerne schreiben, mache ich gern. Habe ich explizit ignoriert, weil ich mir dachte, das flacht ja dann irgendwann ab. Wenn keine Reaktion mehr von mir kommt, irgendwann muss ja einer als erstes aufhören. Dachte ich, dann bin ich's mal, ne? Und, aber nee, wurde immer schlimmer. Ich war jetzt auch bei Big Brother, nur vor 2, 3 Tagen war sogar noch Dschungelcamp-Thema dort. Deswegen dachte ich, ja komm, machen wir das jetzt mal. Und ja, hatte ich jetzt die ganze Zeit keine Zeit, habe ich ja Mr. Big noch durch einen Unfall kennengelernt hier und so. Jetzt hatte ich einen Scammer, ich habe keine Zeit, Leute. Jetzt war einfach der beste Zeitpunkt für mich. Und natürlich achte ich da auf meinen eigenen Arsch. Ich habe bald keine Zeit mehr dafür, dann ist auch schon wieder der Drops gelutscht. Deswegen, ich mache das jetzt, alles in allem, fertig. Wenn ich da Bock drauf gehabt hätte, hätte ich auch nicht The 50 abgesagt, Leute. Ich habe The 50 abgesagt. Leila hat da auch die ganze Zeit Rambazamba gemacht. Oh Gott, nee, die kommt da jetzt und will mich fertig machen. Da hatte ich schon längst abgesagt. Keine Ahnung, wer ihr das erzählt hat, aber ihre Quellen sind auf jeden Fall eher Quallen. Und dann Promi Big Brother habe ich ja auch nichts gemacht. Also ich habe auch die letzten Monate explizit darauf geachtet, nett zu schießen. Jetzt bin ich da bei Promi Big Brother sogar auch noch Thema. Da denke ich mir, das ist doch eure Show. Und die wissen ja, dass die da diesen Antrag machen wollen, um ins Finale zu kommen. Beziehungsweise war es ja schon alles abgeklärt. Warum muss ich denn da nochmal Thema sein? Deswegen denke ich mir, komm, gib deinen Ruck, Kim. Hau mal raus. Und ich glaube, das wird euch auch einfach interessieren, was da so alles passiert ist. Also einfach rein informativ, ohne zu schießen, einfach wirklich emotionslos mal erzählen, was da passiert ist. Und ich glaube, das wird euch, also einfach for Entertainment, das würde euch richtig interessieren, weil das war echt so ein Fiebertraum, sage ich euch. Also dieses Reality Game ist funny, funny. Und das Ding ist ja auch,
wenn man so einen Zeitpunkt wählt, gegen jemanden zu schießen, der da gerade drin ist und auf Zuschauervoting angewiesen ist, dann kommt die Person ja meistens besser weg. Also ist ja klar, wenn ich spreche, dann kommen natürlich Mike Layla-Befürworter und sagen so, und jetzt rufen wir erst recht an, weil du schießt gegen die, was soll das, voll unfair. Also das ist ja, ich bin echt blöd. Also dieses Reality-Game, ich habe alles von Mike gelernt, der weiß nämlich ganz genau, wie man das macht. Leute, das war Oscar-reif. Das war Oscar-reif, aber von dem habe ich alles gelernt. Ich weiß doch ganz genau, welche Aktion von mir welche Reaktion hervorruft. Das ist Facts, das ist immer das Gleiche. Also deswegen war es eher so ein Push von mir. Aber das finde ich auch nicht schlimm. Also da soll jetzt einer von den beiden gewinnen und fertig ab. Und ich erzähle euch einfach, was so passiert ist in den letzten Monaten. Und ihr könnt es euch reinziehen oder nett, wenn ihr keinen Bock habt. Ne? Jetzt arbeitet der da die ganze Zeit. Ich glaube das nicht. Für was sehe ich denn so aus? Für was sehe ich denn so aus? Na, für mich. Vielleicht Spaß. der braucht voll lange, um herzukommen. Geht gar nicht. Ich mache gleich die Tür nicht mehr auf. Was wollte ich jetzt noch sagen? Jetzt habe ich das vergessen. Ich bin gerade schockiert. Warum warte ich auf einen Mann? Nee. Ah ja, jetzt weiß ich wieder. Weil ganz viele gesagt haben, ja, aber wenn Mike doch so doof war und was weiß ich, warum bist du ihm dann im Dschungelcamp hinterhergelaufen? Ja, aber das ist doch genau das, was ich euch alles erzählen kann. Dann sagen Leute, das interessiert mich nicht. Warum bist du ihm dann hinterhergelaufen, wenn der so doof war? Ja, aber das ist ja das, was ich euch dann erzählen kann. Und ich sag euch, das ist gar nicht so, wie es ihr denkt, wie ihr es denkt. Null. Also es wird super interesting. Also wirklich, seht das einfach als Entertainment-Faktor. Super interessant, wie dieses Format-Game auch so funktioniert. Ihr hättet jetzt auch bei Big Brother auch nicht gedacht, dass das alles so geplant ist. Oh, und noch was. Max Bornmann. Der hat ja jetzt irgendwie Videos gepostet. Ich habe es mir nicht ganz angeguckt, aber irgendwie Leute haben mir geschrieben, er hat jetzt Beweismaterial vor Prominent getrennt gepostet. Und der hat einfach nur das, was ihr alle gesehen habt, schon in der Staffel einfach nochmal gepostet. Oder what do you mean? Warte mal, Max, warte mal. Guck mal, du hast mich einfach irgendwo weggetragen. Deine Intention war bestimmt schön, selbst wenn sie schön war, don't touch me, Brudi. Also, aber egal, ich habe dreimal Nein gesagt. Ich finde, dreimal ist schon sehr, 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 checkt man dann schon nach dem dritten Mal. Und dann habe ich ihm einen geklebt und ich habe ja auch gesagt, so im echten Leben, nee, Süßer. Nee, aber ich habe mich bei dem entschuldigt, weil ich mir dachte, okay, ich versuche deine Intention zu verstehen und ich gehe doch gerne. Also ich finde, das war jetzt nicht ein hundertprozentiges, du bist doof oder ich bin doof. Das ist so ein mittiges Ding, finde ich. Hat den halt so voll abgenervt, dass halt auch viele auf meiner Seite waren. Ja, was ja aber klar ist, wenn ich dem einen Backpfeife gebe, nachdem der mich da halt rumträgt, so ist egal, welche Intention du hast. Ich sage dreimal nein. Ist ja klar, dass da auch einige sagen, das ist jetzt auch nicht so geil. Also ich finde, ich habe das aber auch ganz gut gesagt. Im echten Leben wäre das halt wirklich anders. Da wird auf jeden Fall ein Kumpel von mir kommen und dir eine Kopfnuss geben, wenn du mich wegträgst, nur weil ich laut bin. 100%. Das ist halt schon klar. Aber ich finde, ich habe schon gut ausgedrückt, dass es von uns beiden jetzt nicht so ganz fein war. Und ich war auch fein, damit zu gehen. Hätte eher gedacht, dass beide gehen, aber war dann halt nur ich. Und war auch ein bisschen komisch, dass ich direkt danach dann die Dschungelcamp-Zusage hatte. Aber manchmal läuft halt alles nicht so rund. Ich glaube, da ist irgendwas nicht so richtig gelaufen. Keine Ahnung. Habe ich nicht verstanden, aber it is what it is. Und jetzt will der gegen mich schießen und beleidigen und was weiß ich. Das ist übrigens der Typ, der bei Sandra Sicoria gesagt hat, dass er ihr am liebsten beide Beine brechen möchte. So, Schatz, schieß nicht gegen mich, sonst hast du geschissen, weil sonst packen noch mehr Mädels aus. Lass wirklich.